müssen in der alten Goldmine sein. Schnell, hinter den Felsen. Erkannt, Sheriff! Hier kriegt ihr uns nie! Könnte dieser Gangster sogar recht haben. Die Mine ist ein todsicheres Schlupfloch. Abwarten, Sheriff Silver. Schließlich sind wir das ultra-oberaffenstärkste Team im ganzen Wilden Westen. Hallo, Sheriff Silver, ich bin's. Guten Morgen, Deputy Danny. Einen Moment. Du brauchst erst gar nicht reinzukommen. Was ist denn los? Irgendwo ein Überfall? Nein, nein. Ich muss mir nur noch meinen zweiten Stiefel anziehen. Ja, so. Da bin ich schon. Es ist nämlich Zeit, das Sheriff's Office zu verlassen. Für einen netten kleinen Rundgang. Gute Idee. Sehen wir mal in Legorado City nach dem Rechten. Vielleicht ist ja über Nacht die Bank ausgeraubt worden. Dann wäre Bankdirektor Goldpenny schon längst hier. Oh, nicht, wenn man ihn niedergeschlagen hätte. Oder irgendein Gangster hat den General Store ausgeplündert. Keine Chance, Danny. Da hätte man uns auch schon vor Stunden alarmiert. Ach, oh, schade. Hey, da kommt jemand. Ja, und der reitet, als wären 100 wilde Büffel hinter ihm her. Sheriff Silver! Sheriff Silver! Sind Sie Sheriff Silver? Ja, der bin ich, mein Junge. Wo brennt's denn? Ich bringe schlechte Nachrichten, Sheriff. Sogar sehr schlechte Nachrichten. Nun spuck schon aus. Verdränge ihn doch nicht so, Danny. Siehst du denn nicht, wie K.O. er ist? Oh, das stimmt. Ich bin die ganze Nacht durchgeritten. Den ganzen langen Weg von George Law Town. Genauer gesagt, vom Gefängnis dort. Vom Gefängnis? Ja. Vorletzte Nacht ist nämlich einer unserer Gefangenen ausgebrochen. Ein gefährlicher Bankräuber und Falschspieler. Ein Bankräuber und Falschspieler. Oh nein, das kann nur einer sein. Pokerface Sam. Wie haben Sie das erraten? So heißt er tatsächlich, der Ausbrecher. Jedenfalls mit seinem Spitznamen. Pokerface Sam. Alias Samuel Ethelbert Harvey. Mit dem Gentleman hatten wir schon mal zu tun. Leider. Und ich hatte gleich das ungute Gefühl, dass diese Begegnung nicht die letzte gewesen sein sollte. Wie konnte euch Pokerface denn überhaupt entwischen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Er hat zwei Wärter überredet, mit ihm Karten zu spielen. Poker. Poker? Ja. Glücksspiel ist natürlich im Gefängnis verboten. Eigentlich. Verstehe. Jedenfalls hat dieser Pokerface, ich meine, einem der Wärter, dabei den Schlüsselbund aus der Hosentasche gestohlen. Mit sämtlichen Gefängnisschlüsseln. Kleinigkeit bei seinen Taschenspielertricks. Tja, und am nächsten Tag war er spurlos verschwunden. Und mit ihm zwei andere Gefangene, Robber Bill und Black Jack. Auch das noch. Black Jack ist ein früherer Komplize von ihm. Das gefällt mir alles gar nicht. Pokerface Sam hackt bestimmt wieder einen seiner teuflischen Pläne aus. Vielleicht könnten Sie ja versuchen, ihn wieder einzufangen. Und die anderen beiden auch. Ich fürchte nämlich, ich werde sonst entlassen. Wieso das denn? Das ist ja ungerecht. Ja, nein. Ich bin der Wärter, der mit dem Schlüsselbund. Ach so. Mhm. Ich verliere meinen Job. Es sei denn, die Ausbrecher landen wieder im Gefängnis. Vor Ablauf von einer Woche. Unser Gefängnisdirektor ist schrecklich wütend. Melden Sie ihm, wir werden uns um die Sache kümmern. Und Kopf hoch. Noch ist die Frist nicht um. Ja, ja. Gut. Hoffentlich schaffen Sie es, sonst sehe ich schwarz. Danny, wir reiten sofort zum Fort Legorado. Vielleicht stellt uns General Armstrong seine Kavallerie für die Suche zur Verfügung. Okay. Eine Woche. Ich wollte es ja nicht laut sagen, aber das war verflixt knapp. Würde uns das Kunststück gelingen, in dieser kurzen Zeit Pokerface zu erwischen? Dazu noch mitsamt seiner Kumpane. Die drei konnten schon längst über alle Berge sein. Und zu allem Überfluss war Pokerface Sam nicht nur besonders gerissen, sondern auch ein Meister im Verkleiden.
Seine eigene Mutter würde ihn in seinen raffinierten Maskeraden nicht wiedererkennen. In vollem Galopp preschten Danny, mein tüchtiger Hilfs-Sheriff, und ich zum Fort. Doch leider war General Armstrong dort gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Er hatte das ganze Kavallerieregiment zum Morgenappell versammeln lassen. Männer, ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Colonel Nicholson, halten Sie gefälligst Ihr Pferd still. Zu Befehl, General Armstrong. Wo war ich stehen geblieben? Also wir erwarten wichtigen Besuch im Fort. Höchst wichtigen. Es handelt sich um General Max Macwell. Entschuldigung, Sir. Meinen Sie etwa General Mac Maxwell? Vor Jahren stand ich kurze Zeit unter seinem Befehl. Mac Maxwell, genau, ja. Danke, Colonel. Wie Sie wissen, hat sich der General... Der besagte General bei der Schlacht am River Potomac hervorgetan. Nun ist er zu uns, dem 6. Kavallerieregiment, in einer wichtigen Mission unterwegs. Und wir werden ihn mit allen Ehren empfangen. Hab ich mich deutlich genug ausgedrückt? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Er wird morgen oder übermorgen eintreffen. Bis dahin hat das Ganze vor zu blitzen und zu blinken. Colonel Nicholson. Zu Befehl, General. Sie sind mir dafür verantwortlich. In Ordnung, Sir. Nicht an einer einzigen Uniformjacke darf ein Knopf fehlen. Und in euren Stiefeln muss man sich spiegeln können. Sergeant Smith. Hier, General. Sie hissen sofort sämtliche Fahnen. Und von jeder Staubwolke, die sich nähert, will ich durch sofortiges Trompetensignal verständigt werden. Und nun, abtreten! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Aye, aye, Sir. Nanu, das Zeichen? Jetzt schon? Merkwürdig. Öffnet das Tor! Sie sind es nur. Sheriff Silver und Deputy Danny. Ich habe eine wichtige Mitteilung für Sie, General. Ach ja? Ein gefährlicher Verbrecher ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Pokerface Sam mit zwei weiteren Banditen. So? Und was geht mich das an? Ich habe im Moment weitaus Wichtigeres zu tun, als hinter entsprungenen Galgenstrecken herzulaufen. Aber General... Schon wieder das Signal. Das Tor! Steht immer noch sperrangelweit auf. Ich verstehe das nicht. Er kommt viel zu früh. Wenn er es überhaupt ist. Wer? Von wem reden Sie, General? Der Reiter trägt eine Generalsuniform. Ja, also ist es. Obwohl... Obwohl was, Sir? Naja, den Helden von Potomac hatte ich mir ehrlich gesagt etwas anders vorgestellt. Irgendwie... imposanter. Guten Tag. Habe ich das Vergnügen mit General Armstrong? Ganz recht. Und Sie sind sicher General Max Maxwell. Ich darf doch richtig stellen. Mein Name ist Mac Maxwell. Oh, richtig. Ich habe mich versprochen. Das wird nicht wieder vorkommen, General Maxwell. Maxwell. Übrigens, wo ist denn Ihre Eskorte? Es gibt keine. Ich reite aus Prinzip ohne Eskorte. Ich kann mich sehr wohl selbst in meiner Haut wehren. Och, das bestreite ich nicht. Obwohl diesmal... Aber das würde ich Ihnen lieber unter vier Augen berichten. Wie Sie wünschen. Gehen wir doch in mein Hauptquartier. Sergeant Smith wird sich um Ihr Pferd kümmern. Wird erledigt, Sir. Ein außergewöhnlich schöner Schimmel, General Maxwell. Ja. Das ist Sheriff Silver mit seinem Deputy. Sie haben doch sicher nichts dagegen, dass die beiden mitkommen. Aber nein. Selbstverständlich nicht. Doch das Gesicht von General Maxwell strafte seiner Worte Lügen. Mir schien es so, als hätte er sehr wohl etwas dagegen, dass wir mitkamen.
Aber warum? Aus welchem Grund sollte er uns nicht dabei haben wollen? Schweigend stiegen wir zu viert die Treppe zu General Armstrongs Hauptquartier hoch. Als wir das Zimmer betraten, brannte im Kamin ein Feuer. Ich sah etwas genauer hin, denn ich wusste, was es mit diesem Feuerchen auf sich hatte. Oh, ich staune. Sie haben es hier aber sehr gemütlich. Ja, nicht wahr? Aber diese Unterkunft hat noch so einige andere Vorzüge. Sagen wir, verborgene. Zum Beispiel kann ich... Später, General, später. Setzen wir uns doch erst einmal. Na sowas! Sie haben sogar ein Sofa. Nein, zwei. Zwei rote Plüschsofas. Nicht zu fassen. Und das im abgelegensten Teil von Arizona. Sehr bequem. Oh, eine nette Abwechslung nach einem Ritt im harten Sattel. Mit diesen Sofas hat es übrigens auch eine besondere Bewandtnis. Sie stehen nämlich direkt... Ja, General, aber wir warten noch auf den Bericht Ihres Gastes. Auf meine kleine Story. Die ist kurz erzählt. Ich bin unterwegs überfallen worden. Was? Hey, das könnte doch Pokerface mit seiner Bande gewesen sein. Tja, gesehen habe ich niemanden. Man hat mir gestern Nacht, während ich schlief, die Satteltaschen gestohlen. Nur die Satteltaschen? Und nicht auch Ihr klasse Pferd? Das müssen ja Kaktusköpfe gewesen sein. Danny. Entschuldigung. Was war denn drin in den Satteltaschen? Nun, mein ganzes Geld, etwa $300. Und auch einige Papiere. Papiere? Sie haben alle mit meiner Mission zu tun. Streng geheim. Sie verstehen? Aber wenn Ihre Dokumente nun den falschen Personen in die Hände fallen... Nun, es handelt sich vor allem um meine Vollmachten. Vollmachten? Für was? Nun, das ist Militärgeheimnis. Tut mir leid, Sheriff Silver, Sie sind Zivilist. Ich lege für Sheriff Silver und auch für Deputy Danny meine Hand ins Feuer, General Velmax. Maxwell. Ja. Dann also auf Ihre Verantwortung, General Armstrong. Die Vollmachten berechtigen mich, hier im Fort Dokumente einzusehen. Welche? Sie lassen wohl nie locker, Sheriff. Es handelt sich bei den Dokumenten um Pläne für die nächsten Goldtransporte der Armee. Genauer gesagt, um Daten und Routen. Es müssen noch einige Veränderungen vorgenommen werden. Goldtransporte? Dafür würde sich auch Pokerface Sam brennend interessieren. Den Herrn kenne ich nicht. Also, General Armstrong, lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Ich hoffe, Sie haben die Pläne für die Goldtransporte an einem sicheren Versteck. An einem todsicheren? Sie würden niemals darauf kommen. Ja, selbst wenn Sie direkt davor stehen würden. Wie spannend. Sie werden mir das Versteck sicher gleich zeigen. Aber gerne, ja. Sie werden es nicht glauben, das Versteck ist hier im Raum. Es ist... Einen Augenblick, General Armstrong. Sheriff Silver, nun werde ich wirklich langsam ärgerlich. Das ist nun schon das dritte Mal. Warum unterbrechen Sie mich heute eigentlich andauernd? Ja, kann ich Sie kurz alleine sprechen, General Armstrong? Naja, wenn es sein muss. Sie entschuldigen mich, General Velmac, aber nur 2 Minuten, Sheriff Silver. Gut, gehen wir doch vor die Tür. Einverstanden. Hervorragend. Hier kann er uns nicht hören. Also, schießen Sie los, Silver. Dieser General Maxwell gefällt mir nicht. Er kommt mir verdächtig vor. Wirklich? Er kann sich nicht ausweisen. Ja, aber nur, weil ihm die Vollmachten gestohlen worden sind. Sagt er. Und wenn er nun lügt, wer sagt uns, dass er tatsächlich der Mann ist, für den er sich ausgibt? Sie meinen, er ist ein Betrüger? Könnte zumindest möglich sein. Oder kennen Sie den General persönlich? Ich? Nein, er ist mir vorher leider noch nie begegnet. Mir kommt er irgendwie bekannt vor. Aber ich weiß nicht, woher. Ich befürchte, in meinem ganzen Regiment gibt es niemanden, der ihn kennt. Oh, Moment mal. Nein, das stimmt nicht.
Ich glaube, Colonel Nicholson hat da etwas gesagt. Ah, hat er unter ihm gedient? Ich glaube ja, muss aber schon lange her sein. Vielleicht kann er ihn identifizieren. Oder auch nicht. Bis wir darüber Sicherheit haben, sollten Sie Ihrem Gast unter keinen Umständen die Pläne über die Goldtransporte zeigen. Sie müssen ihn irgendwie hinhalten. Das lassen Sie mich ruhig machen. Ich habe schon eine Idee. Und die wäre? Ich werde ihn einfach zum Pokerspiel einladen. Keine schlechte Idee. Interessant zu wissen, ob er dieses Spiel auch beherrscht. Würde mich nicht wundern, wenn er hervorragend pokern könnte. Aber General Armstrongs Besucher behauptete, er hätte noch nie vorher Karten gespielt. Dann setzte er verärgert hinzu, und er hätte auch nicht die leiseste Absicht, in Zukunft damit seine Zeit zu verschwenden. Stattdessen brachte er das Gespräch immer wieder geschickt auf das Geheimversteck. Doch General Armstrong schwieg eisern. Und schließlich gab sein Besucher auf, so schien es zumindest. Ich aber machte mich mit Danny auf die Suche nach Colonel Nicholson. Schließlich fanden wir ihn. Er war gerade dabei, eine der Kanonen des Forts zu überprüfen. Ach, wenn ich nur wüsste, warum dieses Teufelsrohr nicht richtig funktioniert. Colonel Nicholson? Ja, der bin ich. Was gibt's? General Armstrong hat uns erzählt, Sie würden General Maxwell kennen. Tja, kennen ist zu viel gesagt. Ich habe vor Jahren mal unter ihm gedient. Aber auch nur 2 Monate lang. Aber an sein Aussehen werden Sie sich doch noch erinnern, oder? Ich kann mir Gesichter verdammt schlecht merken. Sie haben doch den Mann gesehen, der heute gekommen ist. Sieht er nun aus wie General Maxwell oder nicht? Warum fragen Sie ausgerechnet mich? Weil Sie anscheinend der Einzige sind, der General Maxwell überhaupt schon einmal gesehen hat. Herrje! Und Sie meinen, der Mann wäre gar nicht der General? Wir haben da so einen Verdacht. Ha, du liebes Lieschen. Ja, was soll ich da bloß sagen? Einen Eindruck werden Sie doch haben. Also, wenn ich es genau bedenke. Ja, dann? Dann habe ich den General schon irgendwie anders in Erinnerung. Wow, Volltreffer, Sheriff Silver. Aber einen Eid schwöre ich nicht darauf. Moment mal, da war doch was. Irgendeine Sache, an der man den General messerscharf erkennen kann. Wenn ich nur drauf käme. Vielleicht fällt es Ihnen ja noch ein. Danke. Komm, Danny, wir gehen. Ja. Am besten, wir erzählen General Armstrong auf der Stelle von diesem falschen General. Noch haben wir keine Beweise. Und dann machen wir uns ganz schnell wieder auf die Socken. Oder haben Sie vergessen, dass wir eigentlich hinter Pokerface und den 2 anderen Typen her sind? Das habe ich nicht vergessen. Ja, also worauf warten wir noch? Hier vertrödeln wir doch nur unnötig Zeit. Möglich. Aber ich werde das Gefühl nicht los, als gäbe es da irgendeinen Zusammenhang. Und wir müssen diesen General im Auge behalten. Dann wollen wir heute Nacht im Fort bleiben? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir viel zum Schlafen kommen werden. Ach. Und wenn ich mich täuschen sollte, reiten wir bei Tagesanbruch weiter. Also legten wir uns in der Nacht auf die Lauer. Als Beobachtungsposten wählten wir eine Nische unter der Treppe, die zu General Armstrongs Hauptquartier hochführte. Worauf wir genau warteten, wusste ich nicht. Wir folgten einfach einer meiner Eingebungen. Aber die Stunden vergingen und nichts tat sich. Alles blieb ruhig. Nur ab und zu hörte man einen Kojoten in der Ferne heulen. Gleich 1 Uhr. Wollen wir nicht lieber schlafen gehen? Nur noch 5 Minuten. Dann geben wir auf. Halt! Da war doch was. Ja. Hört sich an wie Schritte. Richtig. Da kommt jemand. Vielleicht die Wachablösung. Unmöglich. Die erfolgt erst wieder in 2 Stunden. Oh. Und dann auch in einem der Wachtürme am Haupttor. Der Mann geht in die falsche Richtung. Er kommt direkt auf uns zu. Können Sie sehen, wer das ist, Sheriff Silver? Nein, es ist zu dunkel. Aber wenn er zum Hauptquartier will, muss er an den Fackeln vorbei. Tatsächlich, da. Ich glaube, ich habe sein Gesicht erkannt. Psst. Wir dürfen uns nicht verraten. Er steigt die Treppe hoch.
Es ist der falsche General. Ja, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Was will er nur im Hauptquartier? Da ist doch um diese Zeit niemand. Eben drum. Komm, wir schleichen uns hinterher, aber vorsichtig. Der Mann könnte gefährlich sein. Wenn ich nur besser sehen könnte. Achtung, hier beginnt die Treppe. Ja. Vorsicht, die vierte Stufe von unten knarrt. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Oh, Mist. Nein, das war die Tür des Hauptquartiers. Sie ist geöffnet worden. Komm weiter, Danny. Wir sind oben. Sollen wir ihm jetzt in den Raum folgen? Noch nicht. Wir schleichen uns erst bis zur Tür und beobachten, was er da drin macht. In Ordnung. Leichtsinnig, die Tür hinter sich offen zu lassen. Hau ich mal. Wenn ich nur wüsste, wo das verflixte Ding steckt. Es muss doch hier irgendwo sein. Sieht so aus, als würde er etwas suchen. Ach, ja, vielleicht das Geheimversteck mit den Plänen für die Goldtransporte. Daran müssen wir ihn hindern. Ich muss nur noch genauer suchen. Das müsste doch mit dem Topfel zugehen, wenn ich nicht... Aha, da ist ja mein kleiner Schatz. Sheriff Silva, er hat das Versteck gefunden. Er darf uns mit den Plänen nicht entwischen. Langsam, Danny, das könnte sonst... Halt! Diebstahl! Gib sofort die Pläne wieder her! Was soll denn das? Na, stellen Sie sich nicht so dumm! Wir haben alles ganz genau beobachtet! Danny! So ein Unfug! Lass mich sofort wieder los! Ich denke ja gar nicht dran! Warte, ich werd's dir zeigen! Aua! Oh, er hat mir einen Kinnhaken versetzt! Das war erst der Anfang! Jetzt reicht es! Pokerface, nehmen Sie die Hände hoch! Was? Wie haben Sie mich genannt? Pokerface, das Spiel ist aus. Welches Spiel? Ihr seid ja verrückt! Aber erstmal müsst ihr mich kriegen. Au! Oh, was ist denn das? Ich falle! Aber das ist ja Hexerei, er ist verschwunden. Dabei ist er doch nur gegen den Tisch gestoßen. Genau, der Tisch. Er ist gegen den Tisch gestoßen und hat ihn verdreht. Und ist weg. Oh, mein Fuß. Tja, aber er ist nicht weit gekommen. Unser falscher General hat aus Versehen den Mechanismus für eine Falltür in Gang gesetzt. Wie, eine Falltür? Richtig. Einer der verborgenen Vorzüge, von denen General Armstrong heute gesprochen hat. Eigentlich ein Fluchtweg. Man landet außerhalb des Forts, allerdings am besten auf einem Pferderücken, um gleich wegreiten zu können. Mitten in der Nacht! Da draußen muss ein Verletzter sein! Sergeant, machen Sie das Tor auf! Sofort, General! Na bitte, da liegt jemand auf dem Boden! Aber das ist doch... Mein lieber General Macwell, was machen Sie denn hier? Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, ich heiße Maxwell! Herrje, das riecht nach Ärger. Oh, ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Oh. Aber wieso? Um diese Zeit pflege ich zu schlafen. Und wie kommen Sie überhaupt hierher? Ich bin von oben heruntergefallen, obwohl ich nicht genau weiß, wie das passieren konnte. Dieser verrückt gewordene Deputy muss mich wohl gestoßen haben. Deputy Danny? Ich habe ihn nicht gestoßen. Er ist von allein runtergefallen. Aha, ich beginne zu verstehen. Aber die Sache bedarf einer genaueren Aufklärung. Deputy Danny und Sheriff Silver, wenn Sie da oben im Hauptquartier sind, dann kommen Sie doch bitte auf der Stelle herunter. Das ist ein Befehl. Dieser Aufforderung folgten wir sogar gerne und auf der Stelle. Noch ganz atemlos berichtete Danny von den vorangegangenen Ereignissen. Als er fertig war, musterte General Armstrong den Verletzten auf dem Boden nicht mehr sehr mitleidig. Also, was haben Sie dazu zu sagen, General, oder nicht General? General Maxwell heiße ich.
Ich leugne ja gar nicht, dass ich in Ihr Hauptquartier gegangen bin, aber doch nur, um meine Pfeife zu holen. Wie? Ihre Pfeife? Ja, ich hatte sie bei unserem gemütlichen Beisammensein liegen gelassen. Und da wollten Sie die Pfeife mitten in der Nacht holen. Wollen Sie uns das erzählen? Ja, in der Tat. Denn sie ist ein Erinnerungsstück, an dem ich sehr hänge. Aber bitte, wenn Sie mir nicht glauben, hier ist die Pfeife. Tatsächlich? Ich hatte sie gerade eben gefunden, bevor sich dieser wild gewordene Deputy auf mich stürzte. Und die Pläne? Sie sind sicher noch an Ort und Stelle. Und ich habe auch nicht die leiseste Ahnung, wo dieses Versteck sein soll. Ja, ich muss zugeben, in diesem Fall sagt er die Wahrheit. Ich habe mich bereits davon überzeugt. Das Versteck ist sonderbarerweise unberührt. Na bitte. Aha. Tja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich bei unserem Gast zu entschuldigen. Oh nein, das reicht mir in diesem Fall nicht. Schließlich handelt es sich um einen heimtückischen Anschlag auf meine Person. Was? Und wer hat mir den Kinnhaken versetzt? Das war Notwehr. Sie aber gehören vor ein Militärgericht gestellt. Aber, General Wilmax, das Ganze war doch nur ein Missverständnis. Missverständnis hin oder her? Ich bestehe darauf, dass Deputy Danny unter Arrest gestellt wird, General Armstrong. Oder soll ich erst einen Bericht darüber schreiben, wie skandalös ich hier in Fort Ligoredo behandelt worden bin? Nein, 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 es tut mir leid. Tja, also, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Sergeant Smith, führen Sie Deputy Danny ins Gefängnis ab. Ja, Sir. Folgen Sie mir, Deputy Danny. Ja, aber was wird mit Pokerface und den zwei anderen Banditen? Wir müssen sie wieder einfangen. Der Sheriff braucht mich doch. Na, jetzt kommen Sie schon. Allein schafft er es vielleicht nicht. Sie machen einen Fehler, General Armstrong. Sogar einen gewaltigen Fehler. Danny, ich verspreche es dir. Ich hol dich da wieder raus. Nach diesen Ereignissen fiel es mir schwer einzuschlafen. Ich musste immer wieder an Danny in seinem Gefängnis denken. Erst gegen Morgen fiel ich in einen unruhigen Schlaf. Dann aber konnte mich selbst lautes Pochen am Tor, sein Öffnen und das anschließende aufgeregte Stimmengewirr nicht mehr wecken. Aber was anschließend kam, ließ mich erschrocken aus meinen Träumen hochfahren. Verhaftet sofort den Betrüger! Was ist denn da draußen los? Hört sich an wie ein Überfall. Sergeant Smith! Ja, Sir? Wo bleiben Sie denn? Führen Sie diesen Banditen ins Gefängnis ab! Zu Befehl, General! Einen Moment, ich bin noch nicht fertig. Lassen Sie Deputy Danny frei und wecken Sie den Langschläfer, den Sheriff Silver! Ja, Sir! Der letzte Befehl war völlig unnötig. Ich war bereits aufgesprungen und zog mich in Windeseile an. Im Herauslaufen schlüpfte ich noch in mein graues Jackett und setzte mir den Hut auf. 3 Minuten später stand ich in General Armstrongs Hauptquartier. Dort warteten auch schon Danny und ein Fremder. Merkwürdig. Was wollte dieser Unbekannte so früh im Fort? Und warum trug er Sachen, die ihm mindestens eine Nummer zu groß waren? Sheriff Silver, Ihre Fliege sitzt schief. Und rasiert sind Sie wie immer auch nicht. Ja, aber verstehen Sie... Ja, schon gut, schon gut. Sie haben Wichtigeres zu tun, nicht? Also raten Sie doch, wie mein neuer Gast heißt. Ich weiß es nicht. Aber sein Gesicht kommt mir auch bekannt vor. Sie erraten es nie. Das hier ist nämlich General Max Magwell, der Echte. Was? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. General Magwell ist heute früh zu Fuß mit den Satteltaschen über der Schulter hier eingetroffen. Man stelle sich das einmal vor. Ja, ich bin unterwegs überfallen worden. Das haben wir doch schon einmal gehört. Der Überfall ereignete sich während des Nachtlagers. Es waren 3. Sie haben mir mein Pferd gestohlen, mein Schimmel King und die Uniform. Oh, deshalb die zu großen Sachen. Ich musste mir was zum Anziehen leihen. Nur meine Satteltaschen sind den Banditen entgangen. Denn die habe ich wie bei jeder Rast vorher gut versteckt. Hier sind sie übrigens, meine Vollmachten. Ja. Wir glauben Ihnen auch so. Es geschah übrigens ganz in der Nähe
an einem Berg, der aussah wie ein großes Tier. Ah, den kenne ich. Das ist der Elefantenberg. Ich entschloss mich dann zu Fuß zum Fort zu laufen, um sie vor dem Betrüger zu warnen. Meine Eskorte aber verfolgt die zwei Komplizen des Gangsters. Na bitte, kein General reitet ohne seine Eskorte. Das kam mir doch gleich verdächtig vor. Wie haben denn die zwei anderen Banditen ausgesehen? Oh, einer war ein Kerl ganz in Schwarz. Das muss Black Jack gewesen sein. Den anderen habe ich nicht so genau gesehen. Schade. Halt, halt, da fällt mir etwas ein. Der Schwarzgekleidete hat ihn einmal Bill genannt. Aha, jetzt ist alles klar. Black Jack und Robber Bill. Dann kann der falsche General nur einer sein. Pokerface. Richtig. Gratuliere, Sheriff. Sie hatten ihn ja gleich im Verdacht. Nun ja. Meine Männer werden die zwei Banditen schon schnappen. Darauf können Sie sich verlassen. Schön. Dann bleibt mir nur noch Pokerface. Ich werde ihn gleich morgen bei Sonnenaufgang zurück ins Gefängnis bringen. Bis nach George Law Town ist ein weiter Weg. Ich komme mit. Die Woche ist noch nicht rum und ich bin gespannt, was für ein Gesicht dort ein bestimmter jemand machen wird. Ich glaube, diesem jemand wird ein Stein vom Herzen fallen. Oh ja. Aber auch ich war erleichtert und ein wenig erstaunt. Ich hätte nie gedacht, dass wir Pokerface so schnell wieder hinter Schloss und Riegel bringen würden. Vielleicht hatte er es diesmal einfach nicht geschickt genug angestellt. Aber ich freute mich zu früh, denn die nächste Nacht sollte noch für einige böse Überraschungen sorgen. Sheriff Silver, wachen Sie auf! Da draußen stimmt etwas nicht. Was ist los? Schnell, man braucht uns. Ah, jede Nacht wirft man uns aus dem Bett. Sheriff! Ja, ich komm ja schon. Vergiss deinen Revolver nicht, Danny. Ach ja. Man weiß ja nie. Da ist jemand am Tor. Los, nichts wie hin. Sehen Sie, das Tor steht halb auf. Da ist ein Reiter. Er will aus dem Tor fliehen. Bleiben Sie stehen. Hände hoch. Ich geh von Danny. Er schießt. Ihr Schlafmützen! Alarm! Zu spät. Er ist uns entkommen. Warum kommen Sie auch erst jetzt angelaufen? Sheriff Silver, was ist passiert? General Armstrong, jemand hat ein Pferd gestohlen. Doch nicht etwa General Maxwells Schimmel. Um Himmels Willen! Nein, ein Brauner. Aber der Schimmel lief frei im Stall herum. Vielleicht hat er den Dieb nicht aufsetzen lassen. Ach, kluges Tier. Hätte mein Duke auch nicht getan. Der General! Ja, was ist mit mir? Ach, mit Ihnen nichts, aber mit dem anderen. Ja, und was ist mit ihm? Er ist verschwunden. Auch das noch. Oje. Colonel Nicholson, Sie waren für seinen persönlichen Schutz verantwortlich. Ja, Sir, aber er muss mich ausgetrickst haben. Vielleicht ist er durchs Fenster gestiegen. Der Ärmste, man muss ihn entführt haben. Ah, oh, jetzt geht mir ein Licht auf. Das waren bestimmt die Komplizen von diesem Pokerface. Sie haben ihn befreit und dann haben Sie den General mitgenommen, als Geisel. Richtig. So wird es gewesen sein und nicht anders. Dann sehen wir doch einfach mal im Gefängnis nach, ob unser Gefangener verschwunden ist. Gut, gehen wir. Obwohl es mir fast überflüssig erscheint. Kurze Zeit später standen wir alle vor dem Gefängnis. Zu unserer Überraschung war es nicht aufgebrochen. Hastig drängte sich General Armstrong vor und starrte in die Zelle. Aber was machen Sie denn hier? Was für eine seltsame Frage. Schließlich haben Sie mich doch hier einsperren lassen. Ja, schon, aber Ihre Komplizen haben Sie doch heute Nacht befreit. Ah, ich verstehe kein Wort. Na nun. Der Gefangene trägt ja jetzt Zivilkleidung. Nun, die Uniform habe ich selbstverständlich wieder General Wellmack zurückgeben lassen. Maxwell! Zum Kuckuck nochmal, ich heiße Maxwell! Komisch, der andere hat sich nie über seinen falschen Namen beschwert. Herrje, was für ein grässliches Durcheinander! Kann mir denn nicht endlich jemand sagen, wer nun der echte und wer der falsche General ist? Ich, General.
Ich könnte es Ihnen vielleicht sagen. Sie, Colonel Nicholson? Ja, es ist mir nämlich wieder eingefallen. Was ist Ihnen eingefallen? Na, woran man General Maxwell erkennen kann. Und? Er hat eine lange Narbe an seinem linken Schienbein. Von einem Reitunfall. Ja. Ich war bei dem Unfall selbst dabei. Gott sei Dank. Endlich jemand, der vernünftig ist. Hier, hier ist die Narbe. Ich zeige sie Ihnen. Ja, tatsächlich. Eine lange rote Narbe am linken Bein. Nicht zu übersehen. Heißt das etwa, ich habe den echten General eingesperrt? Ich fürchte ja. Und das muss ausgerechnet mir passieren. General Max Mac, ich bin untröstlich. Maxwell, ich auch. Ja, aber wozu nun dieses ganze Verwechslungsspiel? Das verstehe ich nicht. Ach, du liebe Güte. Das habe ich Ihnen ja noch gar nicht erzählt. Ich habe dem General, dem Banditen, leider die Pläne für die Goldtransporte ausgehändigt. Oh nein, wie konnten Sie nur? Ja, schließlich hatte er die Vollmachten. Das heißt, Poker Face und seine zwei Komplizen wissen nun genau, wann das Gold auf die Reise geht und auch, welchen Weg der Transport nehmen wird. Entsetzlich. Und zu allem Überfluss hat der Obergauner meine Uniform an. Da wird ihm die Wachmannschaft das Gold vielleicht sogar freiwillig geben. Das werden wir hoffentlich verhindern können. Weiß einer von Ihnen zufällig, wann der nächste Goldtransport sein wird? Auch das noch. Oh Gott, heute. Aber Augenblick mal. Die Strecke für diesen Transport kenne ich. Die habe ich nämlich selber ausgearbeitet. Na also, worauf warten wir dann noch? So schnell es ging, stellten wir einen Verfolgungstrupp zusammen. Mit von der Partie waren General Armstrong und auch General Maxwell, der Colonel, drei weitere Soldaten und selbstverständlich Danny und ich. Zum Glück wusste General Armstrong ziemlich genau, wo sich der Pferdewagen mit dem Gold um diese Zeit befinden musste. Also preschten wir mit unseren Pferden in diese Richtung. Ihr Schimmel ist nicht nur schön, sondern auch sehr schnell, General Maxwell. Wie ein Schneesturm. Und mein Blizzard lässt auch nur mich auf sich rein. Ah, das dachte ich mir schon. Oh, der Goldtransport! Wir kommen zu spät! Vorwärts, Männer! Die Felsenkette! Dahinter müssen sie sein! Wir ritten, was die Pferde nur hergaben. Doch als wir auf dem Schauplatz eintrafen, sahen wir von den Banditen nicht mehr die geringste Spur. Aber sie mussten da gewesen sein, denn der Wagen war umgestürzt. Zwei der drei Soldaten der Wachmannschaft knieten neben einem verletzten Kameraden auf dem Boden. Die Pferde, die den Wagen gezogen hatten, waren verschwunden. Ein Glück, dass ihr kommt. Wir sind überfallen worden. Sie waren zu dritt. Einer von ihnen trug eine Generaluniform. Da haben wir uns zunächst nichts Böses gedacht. Ist er schlimm verletzt? Das ist schwer zu sagen. Als wir merkten, dass etwas nicht stimmt, haben wir versucht, mit dem Wagen zu fliehen. Adams und ich saßen auf dem Bock. Adams hatte die Zügel. Er muss den großen Stein am Boden übersehen haben. Das rechte Vorderrad ist gebrochen und der Wagen umgestürzt. Dabei muss sich Adams verletzt haben. Sergeant Willis konnte noch rechtzeitig auf der anderen Seite abspringen. Und Sie? Ich war nicht auf dem Wagen. Sergeant Dexter war unser Begleiter und ritt auf seinem eigenen Pferd. Er war es auch, der einen der Banditen erkannt hat. Ja, der Mann mit der Uniform zeigte uns gerade irgendwelche Vollmachten. Und wir wollten ihm das Gold schon geben. Da erkannte ich auf einmal einen der beiden anderen. Es war Robert Bill, ein Bankräuber. Wir versuchten zu fliehen und... Ja, den Rest kennen Sie ja schon. Aber wie sind die Kerle an das Gold herangekommen? Unsere Transporter sind so sicher wie ein Gefängnis. Sie hatten mehrere Stangen Dynamit dabei und haben den Wagen einfach aufgesprengt. Und dann sind sie mit dem gesamten Tresor davon. Unsere Pferde haben sie uns auch noch abgenommen. Eins verstehe ich nicht. Hätten sie denn nicht schießen können? Das haben wir. Aber mir hatte der Mann mit der Uniform schon während ihrer Jagd auf den Transporter den Revolver aus der Hand geschossen. Und an die Gewehre auf dem Wagen kamen wir nicht mehr heran, nachdem er erstmal umgestürzt war. Sieht so aus, als hätten wir Pech gehabt. Ja, das kann man wohl sagen. Und was machen wir nun? So schnell geben wir nicht auf. Die Kerle können sich schließlich nicht in Luft auflösen. Wenn sie geschickt sind, teilen sie die Beute und reiten getrennt weiter. Ja, oder sie suchen sich ein ruhiges Plätzchen und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist.
Gar keine schlechte Idee, Danny. Nein, wirklich nicht. Da fällt mir überhaupt etwas ein. Wir kennen doch das Lieblingsversteck von Pokerface Sam. Stimmt. Es ist die alte Goldmine im verlorenen Tal. Können Sie uns dahin führen, Sheriff Silver? Aber mit dem größten Vergnügen. Sergeant Smith, Sir? Sie bleiben zurück, um den Männern hier zu helfen. Wir anderen reiten weiter. Jawohl, Sir. Bis zur alten Goldmine waren es nur einige Meilen, doch mir schien der Weg ewig weit. Die ganze Zeit quälte mich die Frage, was wir nun tun sollten, wenn Pokerface Sam und seine Komplizen nicht in dem Versteck waren. Endlich sahen wir die alte Mine. Von Ferne wirkte sie wie eine Festung. Unter einem Totenkopf war das Schild befestigt mit der Aufschrift »Keep out«, betreten verboten. Und jetzt verschwanden auch plötzlich alle Zweifel, denn beim Näherreiten flogen uns schon die Kugeln um die Ohren. Runter! Schnell! Schnell! Hier hinter die Felsen! Wir lassen die Pferde hier zurück. In Ordnung. Colonel Nicholson, Sie kümmern sich um die Tiere. Ja, Sir. Wir müssen versuchen, uns näher heranzuschleichen. Ah, gar nicht so einfach. Viele Möglichkeiten, sich zu verstecken, gibt es hier nicht. Und wahrscheinlich beobachten die drei Gauner jede unserer Bewegung. Ja, bis zu den nächsten großen Felsen können wir es aber doch schaffen. Ich bin dabei. Ich auch. Nun gut, nun gut. Versuchen wir es zu viert. Männer, gebt uns Feuerschutz! Das war knapp. Na nun, hier liegen ja zwei leere Dynamitfässer. Nun kommt doch noch näher, wenn ihr euch traut. Wir werden euch schon gebührend empfangen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, wir haben hier oben einen Ausguck mit drei beweglichen Gewehren. Eine tolle Erfindung. Kein Zweifel, das ist Black Jack. Können Sie ihn sehen, Sheriff? Ja, er steht da rechts oben an den Gewehren. Er kann sich hinter der verfallenen Mauer in Deckung bringen. Mann, oh Mann. Wie ist er denn nur da hochgekommen? Vermutlich mit dem Seil. Dort ist eins gespannt. Ja, ja. Jetzt sehe ich es auch. Und wo sind Pokerface Sam und der Dritte? Ich glaube, in dem Raum hinter dem Fenster. Da war eben eine Gewehrmündung zwischen den Holzläden. Wenn ihr mich sucht, ich bin hier oben. Aha, Sie hatten recht, Sheriff. Oh, was sollen wir nur tun? Wir können die Mine nicht einnehmen, ohne unser Leben und das meiner Männer zu riskieren. Ich glaube, mir kommt da eine zündende Idee. Was halten Sie davon? Sheriff Silver und ich klettern jeder in eine dieser Tonnen und Sie rollen uns Richtung Goldmine. Aber schön weit dran. Und dann... Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich. Nun lassen Sie ihn doch erst mal ausreden. Ich bin mit General Armstrong einer Meinung. Es ist zu gefährlich. Die Banditen werden auf die Fässer schießen. Aber nein. Haben Sie denn nicht die Aufschrift gelesen? Auf den Fässern? Ah ja, da steht was. Dynamit. Sie werden nicht schießen. Oder meinen Sie, die drei wollen sich tatsächlich mitsamt der ganzen Goldmine in die Luft sprengen? Na bitte, wir machen es so. Hastig flüsternd weihte uns Danny in seinen wagemutigen Plan ein. General Armstrong schüttelte immer wieder entschieden den Kopf. Doch Danny gab nicht auf. Und schließlich nickte der General, wenn auch sehr zögernd. Nun gut, dann steigt in diese verdammten Fässer. Aber sagt ja nicht hinterher, ich hätte euch nicht gewarnt. Sind Sie soweit, Sheriff Silver? Ja, Danny. Dann kann es losgehen. General Armstrong, vergessen Sie bitte nicht. Die Fässer müssen möglichst weit ranrollen. Ja, 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 als ob ich das nicht verstanden hätte. General Welmack, Sie rollen das andere Fass. Aber erst, wenn ich das Zeichen gebe. Ja. In Ordnung, Armstrong. Pokerface Sam! Hören Sie mich! Sind Sie das, General Armstrong? Sie haben also doch noch herausgefunden, dass ich kein General bin. Ich könnte den Kerl erwürgen. Ich werde Ihnen jetzt ein kleines Geschenk schicken. Bevor Sie darauf schießen,
sollten Sie aber erst lesen, was drin ist. Was? Viel Glück, ihr da drin. Jetzt, Mac-Max, jetzt. Ja. Oh, es klappt. Die eine Tonne ist direkt neben dem Totenkopf liegen geblieben. Und die andere... Mist, es ist ein bisschen sehr weit weg. Was soll denn der Blödsinn? Wozu die Tonnen? Oh, hast du denn nicht gesehen, Pokerface? Da steht Dynamit drauf. Dynamit! Aha, jetzt wissen wir auch, wo Rubberbill steckt. Ja, hinter dem Wasserfass. Kommen Sie raus, Pokerface Sam! Ihr Spiel ist aus! Das wird sich erst zeigen! Also noch einmal, kommt mit erhobenen Händen raus! Wenn nicht, schießen wir auf die Fässer und jagen die ganze Goldmine in die Luft! Hey, das könnt ihr doch nicht machen! Die blöffen doch nur. Bleibt ganz ruhig. Ich will aber nicht in die Luft fliegen. Die können gar nicht schießen. Sie sind selbst nicht weit genug weg. Oder wollt ihr euch etwa mit in die Luft sprengen? Haben Sie gesehen? Sheriff Silver ist aus seiner Tonne rausgeklettert. Er versteckt sich dort, wo die Schienen in die Mine führen. Dann muss Danny in der anderen Tonne stecken. Wir müssen die Banditen ablenken, damit er auch raus kann. Sie scheinen uns nicht ernst zu nehmen. Nun gut, dann muss ich es Ihnen beweisen. Sie schießen! Halt! Ich ergebe mich! Bleib in deinem Versteck, du Dummkopf! Ich bin doch nicht lebensmüde. Nicht schießen! Ich komme! Danny ist auch aus seiner Tonne raus. Er ist zu Silver rübergelaufen. Das klappt ja wie am Schnürchen. Werfen Sie die Waffe weg, Rubberbill! Mach ich ja! Ich ergib mich auch! Hier, mein Revolver. Oh nein! Was seid ihr doch für Waschlappen? Du kannst ja heute Nacht auf den Dynamitfässern schlafen, wenn du so mutig bist. Kommen Sie lieber etwas schneller zu uns rüber, Blackjack und Rubberbill. Falls aus Versehen etwas passiert. Ja. Mit Dynamit ist nämlich nicht zu spaßen. Halt! Ich gebe auch auf! Was für eine Überraschung! Du hast es dir also doch anders überlegt, hä? Na bitte, jetzt haben wir auch den Anführer. Er kommt die Treppe runter. Waffe weg, Pokerface! Meinetwegen. Oh nein! Sehen Sie doch, er geht direkt auf die Fässer zu! Na, das ist jetzt auch egal. Das gibt's doch nicht! Die Fässer sind leer! Sie haben uns reingelegt! Leer? Was? Das darf doch nicht wahr sein! Zurück! Zurück in die Mine! Hört ihr! Zurück! Geht nicht, Pokerface! Das sind auch zwei! Stehen bleiben! Und die Hände wieder schön nach oben! Wo kommt ihr denn auf einmal her? Dreimal dürft ihr raten. Pokerface Sam sah die leeren Fässer an, als hätte er sie am liebsten in kleine Stücke gehauen. Aber das nützte ihm nun auch nichts mehr. In der alten Goldmine fanden wir ohne lange suchen zu müssen den Tresor mit dem Gold. Allerdings wurde er bewacht. Auf ihm thronte nämlich der große, graue Papagei, der immer noch in der Mine herumspukte. Erst nach einigem Hin und Her kletterte er von seiner Beute herunter. Anschließend ritten wir, diesmal bedeutend langsamer, zum Fort zurück. Vorher hatten wir noch die drei Gangster in Legoredo City ins Gefängnis gesperrt. Von dort wollte ich sie gleich am nächsten Morgen nach George Lawtown bringen, damit dort ein Wärter endlich wieder ruhig schlafen konnte. Am Abend aber saßen Danny und ich friedlich vereint mit den beiden echten Generälen im Hauptquartier. Allerdings sah General Maxwell merkwürdig gespannt aus. General Armstrong, jetzt müssen Sie mir aber endlich erklären, wo dieses Geheimversteck ist, in dem Sie die Pläne aufbewahrt hatten. Oh, ganz einfach. Im Kamin. Was? Im Kamin? Da verbrennt doch das Papier. Aber nein, es ist ein gemauertes Versteck. Man kann einen ganzen Teil des Kamins herausziehen. So, sehen Sie? So, General Maxman.
Ja, die Flammen davor sind nur zur Tarnung. Sehr erstaunlich. Geben Sie es zu, General Maxwell. Sie haben in jener Nacht nicht nur Ihre Pfeife gesucht, hä? Nun, sagen wir es mal so. Ich bin von Natur aus neugierig. Deswegen interessiert mich auch die Sache mit der Falltür. Ach, die Falltür. Diese Falltür, durch die Sie gefallen sind, hat meinen Vorgängern schon in sehr brenzligen Situationen geholfen. Man landet außerhalb des Forts und kann sich ungesehen auf einem bereitstehenden Pferd davonmachen. Sicher auch gut, wenn Sie Spione losschicken. Aha. Und wie wird der Mechanismus für die Falltür in Bewegung gesetzt? Och, man muss nur leicht am Tisch drehen. Aber da ist noch eine Kleinigkeit zu bedenken. Danke, danke. Ich weiß genug. Denn diesmal sitzt Deputy Danny direkt über der Falltür. Darauf habe ich geachtet. Aber... Und mit ihm habe ich noch ein Hütchen zu rufen. Halte! Tun Sie es nicht, ihr Zuschauer! Auf der anderen Seite. General Maxwell, Sie hätten mich ausreden lassen sollen. Es gibt nämlich zwei Falltüren. Und nur wenn man den Tisch nach rechts dreht, öffnet sich die Falltür über dem Fluchtweg. Ich habe aber nach links gedreht. Eben, mein lieber General Maxwell, eben. Dreht man nämlich nach links, dann öffnet sich die Falltür über dem Gefängnis, sehr praktisch. Oh, da bin ich schon wieder im Gefängnis gelandet. Ja, aber nicht für lange. Ich werde Sie gleich befreien. Ein gutes hat mein Sturz allerdings. Und das wäre, General Maxwell? Seitdem ich abgestürzt bin, sprechen Sie meinen Namen endlich richtig aus. Wirklich, General Max Mac? Ha, 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 ha,